Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder da seid. Wir sind heute auf der Karte von Willi mal wieder unterwegs, Berlin M6 mit dem GT6N. Und heute mal mit geladener FIS-Datei. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze jetzt dementsprechend funktioniert. Allerdings ist das nicht das Einzige, was wir uns heute hier anschauen wollen. Die Karte kennen wir ja nun mittlerweile in- und auswendig. Und zwar wollen wir uns heute mal hier das neue AFR19 angucken. Oder wie steht es hier noch drin? This is a OBU that is currently used in Berlin. Ja, der Atron. Hier sehen wir es. Ja, today. Schon cool, schon cool. Werden wir uns nachher auf jeden Fall mal anschauen. Bin ich mal gespannt drauf. Und ja, an sich jetzt erstmal muss ich mal ein dickes Lob an den Willi aussprechen. Ich bin letzte Mal nämlich tatsächlich zu dem Ice Tracker nach Hause gefahren. Und der wohnt in der Nähe, hier auf dieser Linie. Und ich selbst habe das gar nicht mitbekommen, weil ich bin halt relativ wenig im Osten Berlins unterwegs. Und dachte mir so, die Ecke kommt ja mega bekannt vor, aber woher? Und dann auf einmal fiel es mir sofort wieder ein, dass ich hier vor einigen Tagen mit der Straßenbahn lang gefahren bin. Allerdings nicht im realen Leben, sondern in Lotus. Richtig, richtig gute Arbeit hier an den Willi. Also super toll. Also das war ein Wiedererkennungswert tatsächlich. Ja, das muss bei mir im Kopf irgendwie hängen geblieben sein. Und das ist, so muss das sein, ja, wo ich dann so sage, so, da müssen nicht die originalen Gebäude stehen oder sowas, ja. Also wenn man natürlich darauf Wert legt, dann schon. Aber man hat es halt einfach auch so wiedererkannt. Und das zeugt doch, wie gut diese Karte ist, Berlin M6. Müsst ihr euch absolut mal anschauen, wenn ihr euch jetzt noch Lotus besorgen solltet, ist Berlin M6. Ich glaube, Berlin M6 ist ein absolutes Pflichtprogramm mittlerweile für den Lotus-Simulator. Und damit denke ich mal, genug des Lobes. Ja, wir wollen natürlich auch mal ein bisschen hier mal was sehen hier in den Lotus-Simulator. Deswegen würde ich sagen, wir bereiten mal hier alles vor. So, was ist los? Brauche ich hier kein Bild? Systemstelle. Erstmal 20.000 Knöpfe drücken, bis das Ganze geht. Und dann bin ich ja mal gespannt. Systemstart. Waiting for Server. Das Ganze kommt übrigens von Teneberus, der das Ganze im Steam Workshop veröffentlicht hat. Könnt ihr euch natürlich auch schon runterladen, könnt ihr selbst mal testen. Wie gesagt, neben den, ich glaube, Frankfurter gab es noch und, oder Nürnberger. Nürnberger, genau, nicht Frankfurter, Nürnberg. Und dieses AFR19 jetzt sind jetzt, glaube ich, die einzigen Geräte, die ihr zusätzlich, nein, es gibt noch eins, aber jetzt frag mich mal jetzt nicht. Also insgesamt gibt es drei. Inklusive das von Lotus dann noch, sind es dann vier. Aber was wartet er denn jetzt hier auf dem Server die ganze Zeit? Hätte ich irgendwas machen müssen? Interessant. Da steht auch nichts zu da. Irgendwie sowas, ob ich da jetzt hätte noch irgendwas installieren müssen oder sowas. Warte auf Verbindung. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Naja, dann können wir jetzt erstmal schon vorfahren. Vielleicht braucht ihr noch eine Weile. So, jetzt hat er gestartet. Wenn wir es gleich mal einstellen, dauert das echt so lange? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Also man sagte, dass die Technik ja heutzutage immer schneller wird, aber das war jetzt alles andere als schnell starten. So ein Kaltstart oder sowas. Fehlt nur noch, dass du es hättest ankurbeln müssen, weißt du? So mit so einer Kurbel. Aber na gut, wenn es natürlich dem Realismus entspricht, dann soll es so sein, ne? Wie gesagt, ich kenne mich halt mit dieser ganzen Thematik nicht aus. Ich werde da mal den Eisträger mal rüberschauen lassen. Der müsste das ja alles kennen. Rein theoretisch. Und damit sind wir jetzt auch schon endlich mal an der Haltestelle. Ich habe hier soweit die Fahrgäste schon mal einsteigen lassen. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, ob es jetzt hier mittlerweile ein Update gab auf der Berlin M6-Linie. Ich wollte halt bloß zeigen, dass jetzt die FIS-Datei jetzt halt einfach mitgeladen worden ist von Berlin M6. Und hier sehen wir sie denn. Na, also wundervoll. Das Ganze würde jetzt hier praktisch starten. Achso, wir haben hier mal hübsches nette Repaint. Könnten jetzt hier von M6 oder die 16 fahren. Von Betriebshof Marzahn Fahrtende. Landsberger Allee nach Petersburg. Nö. M6, was haben wir hier? Landsberger Allee, S-Bahnhof Marzahn, Fahrt endet hier. Machen wir 6-3, ne? Code, Zielcodes, Sonderzeichen, M23. So, also Code 6. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ah, okay, hier können wir zum Beispiel die Weichen stellen. Ja. Hier haben wir Neustart, bloß nicht. Menü nicht verfügbar, okay. Hier können wir Linie und Kurs eintippen. Ja, okay. Oh, muss ich jetzt wieder so lange warten? Nein. 006 und 03 bestätigen. Nein. Abfahrt 0.00 Uhr, Marzahn, Ankunft 0.00 Uhr, Fahrt endet hier. Bestätigen das Ganze. So, und da haben wir es dann. Landsberger Allee, manuelle Fahrt, koordinierte, eine kodierte Meldung. Aha, okay. Manuell Fahrt, Routenwechsel, Auswahl über. Routenauswahl. So, was haben wir hier? Einsatzhaltestelle ändern. Ah, guck mal hier. Kannst du sogar noch das Ganze hier auch noch verändern. Wahnsinn. Fahrt endet hier. S-Bahnhof Marzahn. Bestätigen. Das ist natürlich eine richtig coole Sache, ja. So, er zeigt es auch vorne an. Das ist ja cool. Das ist ja richtig, das ist ja cool. Das sieht auch echt gut aus. Also so hübsch modelliert, muss man mal sagen. Schon alles klar leserlich. Und da kann man auf jeden Fall ein bisschen Zeit mit verbringen. Halt. Ich selbst, wie gesagt, kenne es ja halt auch nicht. Ne? Also das ist ja auch für mich mal neu. So. Aber war doch jetzt, ne? Das Problem ist. Hier oben steht jetzt S-Bahnhof Marzahn. Darunter steht dann Landsberger Allee. Ah, hier haben wir zum Beispiel noch Sonderansagen. Funktion ist nicht verfügbar. Fahrgastinformationen nicht verfügbar. Display. Ah, Tastaturbeleuchtung. Tastenpieps. Kontrast. Display invertieren.
Eingehende Meldung, Daten, nicht verfügbar. Routenverlauf. Ah, okay, Gewerbepark Georg Knorr. Das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Da kann man mega viel Zeit investieren. Aber leider kannst du jetzt hier nicht weiterschalten, ne? So von den Ansagen her. Ich weiß, es gibt... Oh! Gewerbepark Georg Knorr. Ah, cool! Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt gehört habt. Das ist ja cool. Also er macht von alleine auch noch weiter. Mein Gott, das ist ja Luxus. Luxus ist das Ganze hier. Und noch cooler finde ich, dass der Willi das selbst eingesprochen hat. Also da muss man mal wirklich sagen, so, das ist ja genial. Leute, das sind diese Momente, wo ich wirklich sage, so geil. Also da bin ich richtig stolz drauf. Jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen viel mit dem Atron jetzt, mich ein bisschen versucht jetzt hier noch auseinanderzusetzen, ne? Aber ihr merkt halt, ich hatte wirklich in den letzten Folgen sehr, sehr große Schwierigkeiten gehabt mit dem Steam Workshop, wie ich es ja jetzt in der letzten Folge schon mal erwähnt hatte, dass das Ganze halt dementsprechend halt ich einen Bug drin hatte, wo ich zwar Sachen im Steam Workshop runterladen konnte, diese mir aber in Lotus halt einfach gar nicht angezeigt wurden. Das kriegst du nicht wirklich mit. So im Großen und Ganzen, da denkst du dir so, okay, ja, dann fehlt halt bei der Strecke XY zum Beispiel da jetzt gerade was oder so. Ja, oder da fehlt da jetzt halt vielleicht XY die Textur oder so. Und das ist mir dann tatsächlich erst aufgefallen, wo ich mir ein Repaint runterladen wollte und mir das Repaint halt einfach gar nicht angezeigt wurde. Und ab da wurde ich ein bisschen stutzig und hab dann mal ein bisschen weiter geforscht, hab mir das AFR dann runtergeladen, auch dies wurde mir halt einfach nicht angezeigt. So, und dann war mir eigentlich klar gewesen, dass ich diesen Workshop-Bug hatte. Also sollte ihr irgendwann mal die Probleme haben, dass ihr Sachen runterladet und diese werden euch nicht angezeigt, geht davon vielleicht aus, dass das kein Fehler ist, sondern dass ihr wirklich da auch diesen Bug drin habt. So. Aber jetzt zeigt sich hier gerade Weiche. Jetzt schaltet er zum Beispiel nicht weiter, oder? Routenverlauf. So, Dingelstädter Straße. Display, Fahrgastinformationen, nicht verfügbar. Betrifft uns mal Zahlen. Das ist ja alles falsch, das brauchen wir alles nicht. Können wir mal kurz mal hier wild mal rumdrücken. Aber wir können es echt nicht. Was war die Dingelstädter? Also haut es nicht ganz so hin mit diesen automatischen. Oder ich bin nur zu doof, um hier irgendwas einzuschalten. Wahrscheinlich wird es Letzteres sein.
Bei OMSI war es ja immer die Taste Q. Problem ist, gehe ich jetzt in die Option, wird er mir höchstwahrscheinlich abstürzen. Nee, er macht nicht weiter. Achso, hier, achso, kann man dann zum Beispiel einstellen, dass es dann zum Beispiel dauerhaft dann auch bleibt. Ja, schade. Das hat jetzt hier, irgendwie klappt das mit dem hier gerade nicht so, wie es soll. Normalerweise müsste er ja weitermachen. Wenn ich jetzt hier in Option gehe, kann es echt sein. Abbrechen. Tastenbelegung. Oh, er macht das sogar. Jetzt können wir uns mal ganz kurz gucken, wo das hier vielleicht ist. In-Game-Mikro, also Chat, Fahrzeugfunktion, Außenlicht, Beschleuniger, Fahrgastansicht, Fahrstrom, Fahrtaste, freie Kamera. Nächste Pepe, Sonder, rückwärtige, Schnellbremse, Totmann, Tür 1, Tür freigabe, vorsichtige Weiche stellen, Warnblink, Ersatzfunktion, Event Atron. Tja, das ist halt die Frage. Sprechstelle clear, Stop Request. Blinker links, Bordrechner 0, Bordrechner 1, Bordrechner anfordern, Bordrechner Linie, Bordrechner. Nächste Haltestelle hier, das hier, ne? Speichern, ja, ja. Ah, macht er nicht. Also irgendwie liegt es jetzt hier dran, glaube ich. Weil, ah, jetzt. Landsberger Allee, Ringstraße. Hat es hier irgendwie mit den... Schalkauer Straße. Ahrensweg. Gott sei Dank, jetzt spielt er einfach alle durch jetzt. Ich drücke halt einmal rauf, es passiert nichts. Ja, das scheint noch nicht so ganz so 100% zu laufen. Es ist aber auch ein Beta, glaube ich. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Ach, ist das fantastisch, ist das fantastisch. Ja, großartig, kann ich hier bloß sagen. Ich weiß, der Lebendig, der findet es immer super, wenn ich das sage, wenn ich mal dieses Wort großartig in den Mund nehme. Es ist es aber auch. Also ich habe ja wirklich jetzt mit viel gerechnet, damit jetzt allerdings nicht, ja, dass der, ja, dass hier unser Willi selbst die Ansagen spricht, finde ich, ist eine witzige Sache. Das Atron ist eine ziemlich coole Sache. Wie gesagt, das Ganze ist aber auch noch Beta, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das ist noch nicht Final. Von daher wird das wahrscheinlich da mit den Ansagen ein bisschen zu tun haben, dass das Ganze nicht funktioniert. Ja, ihr habt jetzt gesehen, jetzt habe ich das zum Beispiel jetzt auch mal schnell eingestellt. Ne? Tastenkombination, Haltestellen. Und das könnt ihr dann, wenn ich es nicht schon getan habe, dann auch machen. Weil gerade jetzt, wo das mit den Haltestellen halt funktioniert, kann man es ja auch benutzen. Und dadurch, dass ich halt schon sehr lange OMSI-Spieler bin, nehme ich natürlich auch den Tastenkürzel dafür so halb. Ne? Aber so an sich fantastisch. Fantastisch. Gute Arbeit, Willi. Muss ich wirklich sagen. Hier auch mal ein paar Fahrgäste hier drauf. Das ist auch ganz nett. Damit mal ein bisschen Leben hier entsteht hier. Ach ja. Da merkt man halt wirklich, dass er da mit Herzblut dran ist. An dem Projekt Berlin M6. Baut auch natürlich viele eigene Objekte. Ja, wie gesagt, spricht, wie gesagt, hier wunderbar die eigenen Ansagen. Obwohl ich glaube, dass... Hier, guck mal hier.
da toll aus, die Gebäude. Ja, dann dementsprechend auch schon alle ausgetauscht hier. Ja, bisschen. Und halt noch mehr realistischer wirkt. Auf jeden Fall. Berlin M6, absolutes Pflichtprogramm, Leute. Hier merkt man ein bisschen so die Texturen, ne? Das wurde halt abfotografiert. Du siehst hier halt überdimensional riesige Autos. Ja, aber da hat er schon gesagt, das wird er fixen. Kommt einfach eine Hecke davor, gut ist. Ja, klar, warum nicht, ne? Man muss ja auch nicht immer so ein bisschen. Immer muss man ein paar Abstriche machen. Eine Joggerin, die über die Straße rennt. Ja. Also wie gesagt, auch hier gab es wieder ein großes Update auf der Karte Berlin M6. War schon zu schnell für Lotus. Dass er gerade mit dem Nachladen nicht hinterherkommt. Ja. Wie immer, schreibt es in die Kommentare. Neue Update. Berlin M6 mit FIS-Datei. Hat auch den Fehler sehr schnell selbst gefunden, was da jetzt das Problem an der Sache war. Also die Karte, die wird super. Natürlich auch gerne zum Atron eure Kommentare unten reinschreiben, was ihr davon so haltet, von dem neuen Gerät AFR19. Kann sich doch mehr als sehen lassen. Wie gesagt, kleinere Bugfixes hier wahrscheinlich oder irgendwo klemmt er es halt. Ne? Man weiß ja nicht. Ne? Man weiß ja nicht. Aber ich muss sagen, also wie gesagt, man sieht halt einfach, ohne die Mod-Community würde es wahrscheinlich hier komplett anders aussehen. Also das ist halt so eine Sache. Also die Karte ist schon riesig, hier definitiv. Und wie gesagt, halt dieses ganze Spielzeug hier, was wir hier haben, hier, wie gesagt, jetzt mit dem Atron, und es kommt einfach mehr. Wir sind gerade mal am Anfang hier mit der Lotus-Ära und wer weiß, was da uns noch in den nächsten Jahren hier noch erwartet. Wie gesagt, schreibt es da einfach in die Kommentare, würde mich mehr interessieren, was ihr davon so haltet. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video hier wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge Lotus hier wieder auf dem Kanal. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!